So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Mittwoch, den 8. September 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich die jüngsten Entwicklungen in den Finanzmärkten, Querstriche, besonders natürlich Aktienmärkten und natürlich auch in Bitcoin einfangen. Wir hatten es schon so angedeutet. Mal schauen, wie nachhaltig jetzt dieser kleine Abverkauf ist, so nennen wir es mal, also dieser kleine Mini-Flush, aber der Anstieg der Volatilität wird sicherlich den einen oder anderen jetzt schon so ein bisschen vielleicht nervöser machen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise jetzt so die Frage aufwerfen, ist jetzt der Moment gekommen, wo es mal eine tiefere Korrektur gibt? Das ist mit Sicherheit hauptsächlich dadurch begünstigt, dass wir einfach mal in der jüngeren Vergangenheit nicht so eine starke Volatilität gesehen haben. Da ist jede Bewegung größer, 100, 150 Punkte, schon entsprechend eben fast schon Nervositätsgarant. Blick werfen wir drauf, 15.600. Ich habe gerade eben, kurz bevor ich das Morning Meeting jetzt startete, hatte ich nochmal einen Blick auf den Chart geworfen gehabt und 15.6 ist jetzt in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt. Wenn die bricht, dann könnte es Richtung 15.4 gehen. Mal schauen, vieles wird davon abhängen, wie sich auch die US-Märkte da entsprechend heute Nachmittag präsentieren. Key Level hatten wir gestern schon herausgestellt, im S&P um 4.500 Punkte. Ja, und Bitcoin natürlich. Ich bin gestern über meinen Lieblings-GIF an der Stelle gestolpert. Das werde ich gleich hier mal vorspielen. Das lasse ich gleich mal durchs Bild laufen. Kaum hat El Salvador den Schritt in Richtung erste Investments in Bitcoin getan, schon gibt es einen Crash an der Stelle. Und es ist so das erste Mal. Mal schauen, in der jüngeren Vergangenheit hat es das auch schon häufiger gegeben. Deswegen ist jetzt mal abzuwarten, wiefern das nachhaltig ist. Auf jeden Fall hat beispielsweise parallel dazu, also der gesamte Kryptobereich ist stark unter Druck geraten, Ethereum, ein Pull-in gesehen, der uns tatsächlich fast punktgenau auf die Ausbruchregion zurückgeführt hat, die ich schon als möglichen Long-Trigger thematisiert habe. Von dort sind wir dann erstmal schärfer wieder nach oben abgeprallt. Mal schauen, ob dort dann früher oder später doch noch die 4000er-Marke in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Wie gesagt, Bitcoin zwischenzeitlich gestern über 15% im Minus gewesen. Ja, also auch da werfen wir natürlich einen Blick drauf. Wir werfen einen Blick auf Gold. Gold ist zurück unter 1800 US-Dollar gerutscht. Zinsen sind weiter auf dem Vormarsch, eventuell Antizipation eines Tapers. Also es beginnt sich jetzt tatsächlich so ein bisschen zu manifestieren oder abzubilden, das Bild, was ich schon die letzten Tage hier skizziert hatte. Mal schauen, inwiefern das denn dann eine etwas größere Korrektur begünstigt. Bevor wir offiziell starten, natürlich hier einmal der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt kann im Trading für einen gegen einen wirken. Sie sind ausgehend von dieser Hebelkomponente nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich mit diesem erst einmal vertraut, entscheide dann, ob man sich für den Handel eignet. Dann beginne mal mit einem Demokonto, markets.com/de, nicht nur für den vollständigen Risikohinweis, da befindet man dann auch die Möglichkeit, eben eine Demo sich runterzuladen. Früher oder später, falls das Ziel dann so derart gegeben sein sollte, der Switch auf den Live-Modus. Man hat darüber hinausgehend auch eine weitere Produktpalette, Aktien in dem Fall physisch, ETFs beispielsweise über eine Investlösung. Also auch hier lohnt das definitiv einen Blick. Wenn ihr Fragen rund um die Märkte habt, jederzeit gerne die Möglichkeit nutzen, mich auch unterhalb der Videos zu kontaktieren. Elena in Bezug auf alle Fragen rund um Markets. Ich in Bezug auf die Märkte generell, also das heißt Einschätzungen oder Diskussionen gerne, sei es unterhalb des Videos hier bei YouTube, sei es unterhalb oder innerhalb so des Forums bei mir auf der Webseite, wo ihr eine Trading-Chatbox findet jeden Tag, wo ihr euch entsprechend miteinander auch austauschen könnt, sei es über Twitter, sei es auch per E-Mail. Kontaktiert mich dort gerne. Und also in diesem Zusammenhang, das wäre es dann für die Einleitung gewesen. Hier einmal der Switch, zack, rüber. Ich sehe gerade übrigens, ich sollte vielleicht tatsächlich mal ganz kurz hier noch einen Tab öffnen. Login. Okay. So, einen Augenblick. Ich habe jetzt gerade nämlich festgestellt, ich habe vergessen, einen Tab zu öffnen. Einen Tab habe ich vergessen zu öffnen. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Eigentlich sollten wir doch hier bei YouTube läuft alles sehr gut. Also hätte mich jetzt auch schwer gewundert, ehrlich gesagt. So, aber hier gibt es gerade eine kleine Fehlfunktion. Guten Morgen, Traders. Schreibe ich mal ganz kurz hier rein. So. Also, da sollte man das jetzt erkennen. Ich mache mal ganz kurz auch hier parallel. Markets X. Mache ich mal YouTube ganz kurz auf. Guck da auch nochmal ganz kurz rein, damit das hier alles läuft. Aber eigentlich sollte das alles durchlaufen. Also nutzt gerne nicht nur die Chatbox,
jetzt Fragen zu stellen, sondern auch mal vielleicht kurz reinzuschreiben, ob alles gut gestreamt wird, ob alles ankommt. Also da sollten die Links jetzt eigentlich durchgegangen sein. Sonst gucke ich mal ganz kurz hier. Ja, nee, hier läuft alles. Hier läuft alles. Sehr schön. Bei Twitch läuft auch alles wie gewohnt. Ich stelle ganz kurz auch hier den Link ein. Sollte es Schwierigkeiten mit YouTube geben, dann. Okay, also Fabian schreibt schon, er hat keine Probleme hier bei Twitch auf jeden Fall. So. Der Link, der ist dann für dich jetzt erstmal nicht relevant, weil du über Twitch schaust. Sollte es irgendwelche Schwierigkeiten über YouTube geben, dann, wie gesagt, einmal hier der Link zu Twitch. Solltet ihr dort, ja, wie gesagt, Schwierigkeiten haben, dort sollte alles durchlaufen. Also zumindest wird mir das hier so angezeigt. Und ja, sehr schön. Also dann lassen wir jetzt mal die Volatilitätsballons steigen. Also, einmal hier der Blick auf den DAX. Da kommt, also man kann es gleich sehen, gleich vom Opening weg, Inflection war die 15,8, gleich zur Eröffnung sehen wir hier den Bruch unter diese blau gestrichelte Linie. Auf der Stunde kann man das erkennen, die hatte ich ja auch schon die letzten Tage zum Thema gemacht. Wir haben hier diverse Auflagepunkte bzw. Unterstützung, Widerstände in der Vergangenheit gefunden. Ich habe infolgedessen gesagt, dass ich hier alles in allem eine Inflection sehe. Also solange wir oberhalb handeln, ist die Wahrscheinlichkeit neuer Allzeithochs eigentlich jederzeit gegeben. Neuer Push in Richtung und über die 16.000er Marke. Sollten wir drunter fallen, dann ist relativ zügig Abgabedruck erwartbar, der uns bis in Gefilde um 16.000 Punkte führt. Ich will das vielleicht auch mal ganz kurz hier zeigen. Einen Augenblick. Und zwar in der Trading-Chatbox. Ich hatte da einen Link eingestellt. Gestern zur DAX-Analyse. Also den findet man auch über meine Webseite. Und ich hatte das schon in der Form thematisiert. Dass es jetzt so zügig geht, muss ich sagen, da bin ich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Aber ich hatte hier gesagt, alles in allem ist das eigentlich so, dass eben die schwachen Non-Farm-Payrolls letzte Woche, um das nochmal ganz kurz aufzubereiten, eine Attacke oder beziehungsweise der Rückmarsch in Richtung und auch der Bruch über das Level, auch in dem dünnen Handel am Labor Day am Montag, dahingehend interpretiert werden könnten, dass die US-Notenbank Fed auf ihrer Sitzung am Mittwoch in 2 Wochen, also heute in 2 Wochen, am 22. September ist der Tag, eine Reduktion ihrer Anleiheaufkäufe, also ihres QE-Programms, auf die lange Bank schiebt. Also das heißt, schwacher Arbeitsmarkt oder schwächerer Ausblick für den Arbeitsmarkt in Verbindung mit der gewählten Rhetorik von Jay Powell in Jackson Hole wiederum. Am 27. August war es, glaube ich, wenn ich es nochmal richtig zusammenbekomme, könnte da oder würde ausgehend hiervon dahingehend zeigen, dass die Fed an ihren geldpolitischen Stimuli in dem aktuellen Umfang beibehält oder diese beibehält entsprechend. Und jetzt ist allerdings so, dass gestern sich das ja schon abzeichnete und das offensichtlich hier sich jetzt beginnt zu manifestieren. Also gestern war noch ein verhältnismäßig ruhiger Handelstag, aber heute sieht man eben beginnen potenziell sich diese anziehenden US-Zinsen hier bemerkbar zu machen. Ich will das mal ganz kurz hier einfangen. Das ist auch mit einer der Gründe, das sollten wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weswegen Gold sich derart abschlagsfreudig in Anführungsstrichen aktuell präsentiert. Wir rollen hier zwar über gegen diesen Bereich aktuell, aber das ist keineswegs ein gutes Signal. Das ist tatsächlich ein Signal, welches eher in Richtung Risk-Off zeigt, beziehungsweise hier die Unsicherheit der Marktteilnehmer sich widerspiegeln sieht. Also wir hatten das ja schon gestern gesagt, auch im Hinblick auf den US-Dollar, auch die Positionierung der Großspekulanten, die eine verhältnismäßig hohe Netto-Long-Position im US-Dollar-Index Future beispielsweise aufgebaut haben. Wenn du auf solch einen anziehenden Zins eine derartige Reaktion zu sehen bekommst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Marktteilnehmer Liquidität nachfragen und eher die Fed tatsächlich expansiv erwarten, aber nicht in Erwartung eines zeitgleich konjunkturellen Aufschwungs, sondern eines konjunkturellen Abschwungs bzw. einer sich eintrübenden konjunkturellen Situation und eine Kompensation dieses sich eintrübenden Wirtschaftsausblickes, dieses global makroökonomischen Bilds, eben dann oder ein Abfedern, ein Abschwächen eines Abschwungs hier durch eben geldpolitischen Stimulus erwarten. Und das ist ein alles in allem nicht wirklich positives Zeichen. Also gerade aktuell könnte man so weit gehen, dass man sagt, was hier der Markt uns präsentiert, auch im Hinblick auf den Zins beispielsweise, das ist eigentlich eine Lose-Lose-Situation. Ergänzt um eben auch die Situation, in welcher wir hier dann aus saisonaler Perspektive laufen. Wir haben gemeinhin bekannt, jetzt eigentlich das schwächste Fenster, was sich öffnet. Tatsächlich sogar könnte man sagen, das könnte man ein
bisschen detaillierter noch betrachten. Erinnert euch dran, ich hatte gestern gezeigt, dass eigentlich erst ab der dritten Woche im September stärkere Abgabedruck zu erwarten ist. Die ersten 2 Wochen gar nicht mal so dramatisch sind, aber das korrespondiert eben mit der Fed und es könnte in Erwartung eines restriktiveren geldpolitischen Kurses eben jetzt schon auf dieses Event hindeuten, eben stärkere Volatilität begünstigen. Und ja, also das, was wir gerade eben zu sehen bekommen, man kann es dann hier noch sehen. Ich schreibe gestern dynamischer Fall unter die 4.500er Marke. Wir werden gleich sehen. Wir sind an dem Bereich dran. Wir sind vielleicht auf kurzen Augenblick. Ich guck mal kurz. Sind wir schon runtergerutscht? Nein. Wir handeln noch oberhalb 4.500 Punkten im S&P, auch in der Vorbörse. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Dieser von mir hier skizzierte mögliche Fall unter das 4.500er Level im S&P könnte im DAX dann tatsächlich nochmal stärkeren Abgabedruck nach sich ziehen. Wir haben jetzt schon bereits die 15.8 unterschritten. Erstes Ziel 15.600, 650 Punkte. Also diesen Bereich sind wir schon bereits abgelaufen. Und man sieht auch übrigens an diesen Kurs, den ich nach unten gegeben habe. Ich hatte jetzt nicht wirklich auf dem Schirm, dass das innerhalb von einer Kerze im übertragenen Sinne gleich vom Open weg eben realisiert wird. Sollte es jetzt hier zu diesem Bruch der 15.6 kommen, man kann es hier in dem Chart sehen, man kann es aber auch natürlich in dem Chart sehen, dann ist folgerichtig der Zielbereich hier zunächst um 15.400 Punkte. Also das könnte heute, könnte das durchaus noch ein ziemlich heißer Ritt werden, in Anführungsstrichen, sollten sich die US-Märkte ebenfalls schwach präsentieren und sollte dann im Zusammenhang mit dem S&P entsprechend dann hier der Fall unter die 4.500er Marke auf den Weg gebracht werden. Da werden wir gleich noch einen Blick drauf werfen. Wir sehen also jetzt in diesem Zusammenhang, das ist potenziell kurzfristiges Schlüssellevel. Wir sehen auch hier, wir könnten diese Linie verlängern, dann würden wir hier noch einen potenziellen ehemaligen Widerstandsbereich sehen, der dann auch entsprechende Signifikanz herausstellt. Sollten wir jetzt unter diesem Bereich fallen, sollten wir hier neue Tagestiefs markieren. In dem Fall, wir sind also 15.6, nahezu passt punktgenau drauf gelaufen, 15.595 glaube ich hier. Sollten wir neue Tagestiefs markieren, dann ist in diesem Zusammenhang eben, wie gesagt, nochmal Abgabedruck bis 15.4, 15.450 eben zu erwarten. Am wahrscheinlichsten von dem Hintergrund des aktuellen Zeitfensters, welches wir hier eröffnen, will ich das mal ganz kurz zeigen. Am wahrscheinlichsten scheint mir allerdings intraday, dass wir in diesem Bereich hier unten uns konsolidieren zeigen, schwarz. Also das heißt, maximalen Bounce vielleicht in Richtung des EMA 50 hier an der Stelle auf 5-Minuten-Basis sehen bekommen, vielleicht so seitwärts laufen. Und dann sollte es entsprechend Abgabedruck eben seitens der US-Märkte geben, dass das dann im Grunde genommen der Trigger für neue Tagestiefs ist und eben, wie gesagt, die Region 15.400, 450 Punkte aktivieren. Also dieser Bruch tiefer hier, dieser Pfeil, den ich jetzt noch unten gezeichnet habe, der fällt zusammen mit dem Bruch der 4.500er Marke eben tatsächlich im S&P 500. Und ja, also nunmehr, wie gesagt, das ist derzeit wohl das wahrscheinlichste Szenario, dass wir jetzt zunächst erstmal auf der Unterseite fertig sind, dass wir erstmal seitwärts pendeln und dann entsprechend heute Nachmittag dieser Abgabedruck auf den Weg gebracht wird. Sollte er jetzt schon während des europäischen Handels auf den Weg gebracht werden, auch das ist natürlich eine Option logischerweise, und sollten sich die europäischen Märkte weiter schwach präsentieren, dann wiederum muss ich sagen, dann wiederum würde ich derzeit erstmal abwarten wollen, wie sich die US-Märkte präsentieren. Wir erinnern uns dran, es war in der jüngeren Vergangenheit nicht selten so, dass sich Abgabedruck während des europäischen Handels gezeigt hat, der dann allerdings nicht fortgeschrieben wurde seitens eben der US-Märkte. Erinnern wir uns mal an die letzten Events. Nehmen wir hier den 19. Juli in diesem Zusammenhang. Hier dieser relativ starke Flush auf der Unterseite. Guck mal auf die Uhrzeit da, der Zeitstempel. Die Tiefs, die sind markiert worden. Also beziehungsweise ein Großteil der Abwärtsbewegung, so muss man es formulieren, besser formuliert. Also die Tiefs sind wirklich während des US-Landes markiert worden. Aber ein Großteil dieses Abgabedrucks, der ist während des europäischen Handels gelaufen. Dann gab es nochmal so einen kurzen Flashout mit der US-Markteröffnung. Und dann haben wir schon zu einer Gegenbewegung angesetzt, die dann entsprechend sich in solch einem V in den Folgetagen dann wiedergespiegelt hat. Einen ähnlichen Verlauf haben wir auch hier gesehen. Ich glaube, da fällt es noch ein bisschen deutlicher auf sogar. Ja. Da haben wir sogar die Tiefs markiert während der europäischen Handelssitzung, nur um dann über die US-Märkte entsprechend diese Gegenbewegung einzuleiten. Deswegen, da sollten wir so ein bisschen erstmal abwarten, in Anführungsstrichen. Da sollten wir so ein bisschen mal schauen, ob das in diesem Zusammenhang nicht eventuell ähnlich verlaufen könnte. Die 4.500er Region, das ist so dieser Bereich, den hatten wir gestern hier zum Thema gemacht. Also potenzieller Auflagepunkt, auch potenzieller Long Trigger an dieser Stelle, der jetzt auch beginnt,
noch nicht hundertprozentig, aber zumindest mal sehr nah zusammenzufallen. Auch hier mit dieser unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Also es könnte durchaus sein, sollten wir unter die 4,5 fallen im S&P und sollten wir dann auch unterhalb schließen, sollte also diese, nennen wir sie mal Reversal-Struktur, so wie wir sie jetzt die letzten 2 Monate zu sehen bekommen haben, wenn es dann mal während des europäischen Handels ein bisschen turbulenter wurde, sollten wir es nicht schaffen, hier eine Gegenbewegung eben zu initiieren, dann könnte das der Wegbereiter eben für diese erhöhte Volatilität mit Ausblick auf die FED-Sitzung eben am 22. September sein. Also das bedeutet etwas anderes. Dann würde ich erwarten, dass sich diese Korrektur in den kommenden 2 Wochen erst nochmal fortsetzt, dass wir eher bärische Vorgaben zu sehen bekommen, dass dieses saisonal bärische Fenster bedient wird und dass wir dann eventuell auf der FED-Sitzung selber entsprechend eben vielleicht dann Tiefs markieren und zu einer Gegenbewegung ansetzen, beispielsweise infolge einer Rhetorik, die sich im Fed-Statement widerspiegelt, die eben sagt, wir werden auf jeden Fall geldpolitisch weiter aktiv werden und Taper ist für dieses Jahr definitiv vom Tisch. Also, dass man im Grunde genommen hier jetzt die Grundlage schafft oder sich schaffen lässt, so will ich es mal eher formulieren, dass man hier als Unterstützer für den Aktienmarkt erstmal aus dem Weg tritt, um dann eben die Grundlage zu schaffen, schlussendlich zu sagen, na gut, ich glaube, wir sollten ausgehend auch von den jüngsten Arbeitsmarktzahlen und auch der Volatilität, die wir jetzt in Aktien gesehen haben, eventuell erstmal geldpolitisch weiter aktiv bleiben und jegliche Entscheidung hier ins Jahr 2022 eben transferieren. Und genau das könnte dann eben ins vierte Quartal hinein entsprechend dieser Jahresendrallye begünstigen. Also das bedeutet etwas anders formuliert, selbst wenn es jetzt ein bisschen turbulenter würde und selbst wenn wir einen tieferen Pull-in sehen, der uns aus diesem Aufwärtstrendkanal hinaus befördert und dann vielleicht hier den Bereich um 4.200 Punkte anlaufen lässt, damit dann eine Korrektur Bewegung ausgehend von diesen Hochs größer 10%, noch nicht mal, sind ja nur mal 10%, irgendwas zwischen 7 bis 8% sind es, auf den Weg bringt, dann wäre das aber eventuell schon wieder eine Region, gegen die man dann entsprechende Long-Engagements potenziell auf den Weg bringen könnte. Und also demnach, das wird heute Nachmittag eben ganz interessant. Wir sehen jetzt, wie gesagt, wie während der europäischen des europäischen Handels genau das, was wir auch schon die letzten Male, als wir so kleine Knicks hier zu sehen bekommen haben. Also der europäische Handel initiiert die Abwärtsbewegung. Jetzt ist allerdings die Frage der Fragen, ob diese eben von den US-Märkten fortgeschrieben wird. Sollten wir unter 4,5 fallen, dann ist zunächst einmal hier so der Bereich 4,470, 4,480 und darauf jetzt eine Kanalbegrenzung im Mittelpunkt des Geschehens. Mal gucken, ob wir vielleicht dann auch diese Region brechen. Auch das ist eine Option. Wenn ja, dann könnte es wirklich eine tiefere Korrektur geben, die dann auch schlussendlich eben diese 5 bis 10% Korrektur auf den Weg bringt. Sofern sich diese allerdings vielleicht auch in der Aggressivität oder dramatischer darstellt als das, was die FED derzeit an Volatilität willens ist zuzulassen, wäre dann eventuell der 22. September nicht der Tag, an dem der Taper verkündet wird, sondern der Tag, an dem der Taper auf die lange Bank geschoben wird und dann, was wiederum dieses Mehr an Liquidität und die Jahresendrallye eben begünstigt. Also so zumindest mal mein Zusammensetzen dieser Puzzlestücke eben im aktuellen Umfeld, so wie sich die Situation darstellt. Ja, wie gesagt, schauen wir einfach mal, wie sich, wie gesagt, heute der weitere Handel dann darstellt. 15,6 in diesem Zusammenhang im DAX. Fallen wir drunter, 15,4, 15,450 auf der Unterseite. Vorteil ist auf jeden Fall zunächst einmal Intraday ganz klar Short und das bleibt so lange der Fall, wie wir unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis eben hier handeln. So, ja, nunmehr schaue ich mal ganz kurz hier. Okay, also wird aber alles gut gestreamt, sehr schön. Blicken wir mal auf den Nasdaq in diesem Zusammenhang. Da natürlich jetzt auch erstmal Abgabedruck gesehen. Da könnte sich die ganze Situation vielleicht sogar noch ein bisschen heftiger darstellen, in Anführungsstrichen. Sollte es hier wirklich zu einem Top-Out kommen und wir sollten oder sollten wir unter 15.500 Punkte eben rutschen. Aber hier ist bis jetzt tatsächlich noch nichts passiert. Also wir können auch in der Vorbörse sehen. Wir sehen zwar ein bisschen Abgabedruck, aber der hält sich wirklich in Grenzen. Also das ist nicht wirklich dramatisch, was wir hier zu sehen bekommen. Was wiederum es unglaublich interessant werden lässt, also aus dieser derzeit noch niedrige Volatilität im Tech-Bereich, was natürlich es durchaus interessant werden lässt, mal hier auch Tech-Titel für eventuelle Shorts in Betracht zu ziehen, weil die nämlich eventuell chance-risiko-verhältnistechnisch sehr attraktiv sein könnten, weil eben derzeit sich diese Volatilität eben noch nicht widerspiegelt. Also wenn ich beispielsweise auf meinen aktuellen Favoriten in dieser Konstellation hier Nvidia blicke, dann sehen wir auch in der Vorbörse eigentlich, wir sind gestern weiterhin leicht tiefere Hochs, ja. Also wir haben diese Aufschläge, aber dennoch größtenteils verteidigen können, die wir noch am Freitag gesehen haben. Also dieser Drive in Richtung der 230er-Region. Ein wirklich harter Rückschlag hat es hier noch nicht gegeben. Ich könnte mal ganz kurz hier in die Vorbörse gucken. Wo haben wir? Nvidia hier.
Also leicht Abschläge 2,23, 2,24, das sind nur 2 Dollar tiefer aktuell. Aber wir konsolidieren dennoch verhältnismäßig auf elevated levels, also relativ hoch. Und das Interessante an dieser Konstellation ist eben, dass sich hier eventuell durchaus attraktive Chance-Risiko-Verhältnisse für auch kurzfristige Trades eben ergeben, die relativ zügig auch ein Feedback geben und wo wir klare Level haben, gegen die wir riskieren. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Short auf den Weg bringe, dann habe ich auf der Oberseite maximal ein Risiko von 6 Dollar, bei der 2,30 eben entsprechend mein potenzielles Stop-Level an der Stelle, wo ich auch weiß, dass ich falsch bin. Also dann gibt es eventuell nochmal einen Spike höher, der uns bis 2,35, 2,40 und dann rollen wir über. Aber alles in allem weiß ich, dass ich zunächst auf jeden Fall mit Markierung neuer Allzeithochs eben entsprechend falsch läge. Auf der Kehrseite liegen wir allerdings hier mit Kurszielen im Bereich um 200 Dollar, Pi mal Daumen. Korrekturleveln, die wir eben anlaufen können, wo wir dann aber sehen, dass wir eben eine Chance oder ein CRV haben, potenziell für solch einen Pull-in-Trade in Anführungsstrichen oder begünstigt durch anziehende Volatilität eine Korrektur, ein CRV von 4 zu 1 und eventuell sogar größer, je nachdem, wie weit wir überschießen sollten auf der Unterseite. Und das ist natürlich etwas, das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf bewahren. Also es könnte durchaus sein, dass sich aktuell hier auf breiter Front im, ich nenne es jetzt mal Value-Bereich, eventuell beginnt eine Korrekturbewegung abzuzeichnen, die Tech derzeit noch nicht widerspiegelt, aber sobald sie sich anfängt, dort zu manifestieren und der Bias der Marktteilnehmer wechselt in Richtung, das könnte vielleicht doch ein bisschen hakelig werden an dieser Stelle und warten wir mal ab, ob die Fed sich wirklich in irgendeiner Form restriktiver oder beziehungsweise dann wirklich so expansiv äußert. Vielleicht nehmen wir jetzt erstmal so ein paar Chips vom Tisch im übertragenen Sinne, dann könnte das relativ zügig eben Feedback geben und Chance-Risiko-Verhältnis-technisch im Tech-Bereich sehr, sehr attraktiv werden, sich auf der Short-Seite wiederzufinden. Wie gesagt, im Nasdaq auf dem breiten Markt hier an dieser Stelle würde ich da die Schlüsselregion um 15,15 ungefähr. Also vielleicht ein Stück weit höher, 15,55, so diese Region. Wenn dieser Bereich unterschritten wird, dann könnte das, wie gesagt, diesen tieferen Korrekturmodus initiieren, wenn wir das jetzt hier mal auf der Stunde uns anschauen. Der an der Stelle hier diese Trendlinie vielleicht in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Also relativ aggressiv, das wäre rund gesprochen der 15.000er Bereich, wo wir dann auch sehen, das sind 600 Punkte von den derzeitigen Niveaus, reden wir eine Größenordnung Korrektur technisch von 4, 5% ungehebelt eben, die wir dort Korrekturpotenzial haben und wo sich dann auch dieser überdehnte Modus beginnen würde, entsprechend eben so ein bisschen abzubauen oder abzukühlen. So würde ich es mal vielleicht eher bezeichnen. Ja, so also die Situation, wie sie sich im Nasdaq eben präsentiert. Werfen wir mal einen Blick auf Gold und den gestern schon von mir skizzierten, sich dann auch entsprechend wiedergespiegelten, eher skeptischen Ausblick. Was ich nämlich sagte, was ich hier nicht mag, ist, dass diese Trendlinie gebrochen wurde. Das war ja während des Morning Meetings, hatten wir das hier zum Thema gemacht. Wo ich sagte, ich bin eigentlich gegen diese Region um 1818, 820 Long und dann sind wir während des Morning Meetings hier schon im Bereich um 815 Pi mal Daumen, glaube ich, gehandelt worden, 814, 812. Also da haben wir diese Trendlinie eben entsprechend schon gebrochen, die sich hier herauskristallisiert hat. Und ich hatte in diesem Zusammenhang gesagt, das könnte jetzt erstes Indiz dafür sein, dass weitere Abschläge sich anschließen, die uns zurück unter 1800 führen. In Richtung und unter 1800, hatte ich, glaube ich, gesagt. Ja, und so ist es dann auch tatsächlich gekommen. Die weiter anziehenden Zinsen, die haben sich dann gestern im Bereich der Tageshochzeit halt stabilisieren können und dann beschleunigte sich diese Bewegung eben entsprechend auf der Unterseite. Es ist dann dennoch nicht wirklich dramatisch viel passiert an dieser Stelle. Wirklich. Ja, hakelig wird es meiner Einschätzung nach eigentlich erst, wenn wir hier unterhalb dieses Konsolidierungstief fallen. Ich hoffe übrigens, dass man das hier in den ganzen Linien jetzt hier erkennen kann. Also, das wäre so ein Break unter die 1780. Das wäre für mich ein klares Signal, dass wir mindestens nochmal die 57 anlaufen, eventuell sogar dann nochmal einen heftigeren Abprall gegen diesen Bereich zu sehen bekommen. Denn einem kurzfristigen Risk-Off hier an dieser Stelle wird sich dann wahrscheinlich auch Gold nicht wirklich entziehen können. Also es ist durchaus denkbar, dass wir dann nicht nur bei 57 Halt machen, sondern eventuell sogar nochmal gefilterte um 1700 anlaufen. Vielleicht sogar nochmal diese Übertreibungstiefs. Das wird nicht in einem Zug gehen, aber es ist zumindest etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Das ist weniger begünstigt durch die Aussicht auf einen weiteren geldpolitischen expansiven Kurs. Das wird man nämlich sagen, naja, Moment mal, wenn jetzt die Fed tatsächlich dann infolge jetzt auftretender Volatilität an den Aktienmärkten entsprechend eben dann
einen Taper auf die lange Bank schiebt, dann ist das doch eher positiv für Gold. Das stimmt, aber bis dahin könnte durchaus, also innerhalb der nächsten 2 Wochen, könnte hier durchaus stärkerer Abgabedruck sich dann widerspiegeln durch entsprechend eben eine Risk-Off-Tendenz, beziehungsweise vielleicht auch Spikes höher in den Zinsen. Also aktuell spiegelt sich zwar dieses Risk-Off-Marktumfeld dahingehend wieder, dass eben liquide Titel, US-Staatsanleihen beispielsweise, nachgefragt werden und deswegen es zu diesem leichten Spike in Zinsen auf der Unterseite kommt. Aber das könnte sich auch relativ zügig dann wieder beginnen zu wandeln, besonders eventuell dann ab nächster Woche. Da haben wir nämlich eine ganz interessante Entwicklung hinsichtlich nämlich der Inflationszahlen, die anstehen. Nächste Woche am Dienstag werden Inflationszahlen aus den USA veröffentlicht. Machen wir ganz kurz hier Trading Economics auf. Und da gehen wir mal hier auf die, Moment, Indicators und dann Countries und dann gehen wir auf die United States und dann gehen wir auf die Inflation Prices, Inflation Rate. So, und da sehen wir nämlich nächste Woche am 14., also nächste Woche Dienstag, werden Inflationszahlen veröffentlicht. Und sollten diese jetzt denn ein sich eintrübendes Bild eben weiter Druck auf der Oberseite zeigen, also das heißt eventuell dann noch weitere Sorgen befeuern, einer sogenannten stagflationären Entwicklung, dann haben wir natürlich in dieser Konstellation einen Cocktail, der in ein sich konjunkturell abkühlendes Umfeld Spikes in Zinsen nach sich zieht, was kurzfristig jedenfalls Gold unter Druck bringen könnte, Stichwort anziehende Zinsen, allerdings dann längerfristig eben entsprechend diesen Bounce nach sich zieht. Also sprich anders formuliert, was wir hier erwarten oder was wir hier dann sehen könnten, wäre eben ein Flush nochmal auf der Unterseite, ein aggressiver Push. Mal schauen, vielleicht muss es gar nicht mal so der Test hier, der 1690er Region, dieser Flash Crash Tief sein. Vielleicht reicht es auch, einen Push in Richtung der 1700 zu sehen, zu bekommen, infolge derer wir dann ein höheres Tief ausbilden. Das könnte ebenfalls eben so ein Signal sein, was dann eine scharfe Rallye auf der Oberseite eben begünstigt. Wie gesagt, müssen wir allerdings mal abwarten, wie sich da das Bild eben zeitnah dann widerspiegelt. Eventuell ist das auch einfach nur mal ein kurzer, kleiner, in Anführungsstrichen, Sturm im Wasserglas. Du siehst einen kleinen Flash auf der Unterseite. Wir halten jetzt allerdings diesen Bereich hier um die 1780 und dann hangeln wir uns wieder entsprechend in die Gefilde um und über 1800 US-Dollar zurück. Wie gesagt, warten wir diesbezüglich mal ab. Vieles hängt da tatsächlich derzeit von ab, wie sich jetzt auch die US-Märkte präsentieren und wie das dann auf dem breiten Bias des Marktes eben durchschlägt. Also sobald der S&P meiner Einschätzung nach unter die 4,5 rutscht und dann auch sich beginnt, Schwäche fortzuführen und es nicht diese erneute V-Struktur gibt, so wie im Juli oder im August gezeigt, haben wir eben durchaus auch dann für Gold nochmal infolge eines einsetzenden Mini-Risk-Offs, so in Anführungsstrichen, vielleicht einen kleinen Spikes in Zinsen auf der Oberseite, Inflationsdruck, der sich aufbaut, durchaus nochmal kurzzeitig das Potenzial, auch hier einen Push auf der Unterseite zu sehen zu bekommen. Also, oder anders formuliert, es ist noch nicht gesagt, zwar aktuell, dass wir auf der Unterseite fertig sind. Durchaus denkbar, dass wir diese gestrige, in Anführungsstrichen, Übertreibung ist es nicht, diesen gestrigen bärischen Impuls noch fortschreiben und dass wir nochmal unter 1790 eben einen entsprechenden Rutsch zu sehen bekommen. So, das ist also das Bild zu Gold. Silber abgeprallt, in Anführungsstrichen, an dieser übergeordneten Trendlinie hier und zwar relativ heftig, aber, und das ist jetzt genau der Punkt, das hatte ich gestern herausgestellt gehabt, ich glaube, da kam ja auch die Frage dazu, aber wir könnten diesen Bereich hier halten. Also, beziehungsweise Gold stellt sich aktuell eigentlich wesentlich schwächer dar, als sich am Silber hier präsentiert. Silber kann diese Region um 24, bisschen höher 24, 20 eben halten. Also hier sind wir derzeit in einem ziemlich attraktiven Bereich, um uns long zu positionieren und auch zu sagen, wir arbeiten mit einem Stop unterhalb vielleicht der gestrigen Übertreibungstiefs hier in Anführungsstrichen, also dieses Mini-Crash-Tiefs, ich will es nicht übertreiben, also dieses kleine Rücksetzer-Tiefs, was sich hier ausgebildet hat, gestrigen Tagestiefs, das ist der Bereich so 24,15, 24,10. So diesen Bereich, wir kommen hier mit 20 Cent Risk in solch einen Trade rein und sofern diese Struktur hält, also dieses gerade für Edelmetalle, für Gold skizzierte bärische Bild nicht beginnt zu manifestieren, besteht hier eine Möglichkeit, dass wir gegen diesen Bereich erneut aufdrehen und dann den Bereich um 25 anlaufen, beziehungsweise eben diese Trendlinie, diese türkisfarbene hier unten im Daily brechen und dann auch weiteres bullisches Potenzial freisetzen in den kommenden Tagen. Also das scheint hier aus Chance-Risiko-Verhältnis technischer Sicht auf jeden Fall attraktiv, auch deswegen, weil wir durch die gestrigen Tiefs, die wir hier markiert haben,
ein relativ klares Level haben, gegen welches wir hier riskieren würden an der Stelle. Also wenn wir nämlich diese Tiefs von gestern brechen, dann ist auch diese Trendlinie gebrochen an dieser Stelle und dann ist auch erstmal weiterer Abgabedruck, der uns nochmal deutlicher unter die 24 führen könnte, in Anführungsstrichen vorprogrammiert, beziehungsweise dann wäre es erstmal, dann würde sich dieses eher bärisch skizzierte Bild von mir entsprechend eher widerspiegeln und naja, wie gesagt, die 20 Cent, die wäre ich allerdings an der Stelle bereit zu riskieren, weil ich auf der Oberseite eben, sollten wir gegen diesen Bereich aufdrehen, durchaus das Potenzial sehe, dass wir vielleicht sogar bis Richtung 26 dann durchlaufen, was natürlich aus diesen Gefilden hier schon ein Chance-Risiko-Verhältnis bei 20 Cent Risiko, die ich habe, an der Stelle von 5 zu 1, 6, 7, 8 zu 1 eben tatsächlich begünstigt. Also das bedeutet, das scheint für Long gegen diesen Bereich durchaus eine attraktive Region eben tatsächlich zu sein. So, also Gold, das sieht nicht so attraktiv aus. Charttechnisch sieht Silber um ein Vielfaches spannender aus. Deswegen ist Silber da definitiv einen besseren oder detaillierteren Blick wert. Jetzt werfen wir mal kurz hier den Blick auf Bitcoin, auf diesen Flashcrash von gestern. Und ich habe hier dieses GIF. Ich find das total großartig. Ja? Also man muss das ein bisschen auf sich wirklich lassen, wirken lassen. Ich habe es auch noch geschrieben, hey El Salvador. Und dann in Bezug eben auf Bitcoin. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier an einen derartigen Mini-Crash zu sehen bekommen. Die Frage, die sich jetzt allerdings viel mehr stellt, ist, wie tief kann denn eine Korrektur sich hier fortsetzen? Also eins steht außer Frage. Ich hatte gestern, jetzt muss ich allerdings, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube aber, gegen diesen Bereich hatten wir, glaube ich, einen Long zum Thema gemacht. Aber mit einem relativ kleinen Risiko. Also das bedeutet etwas anders, so ähnlich wie gerade für Silber skizziert. Ne? Also wenn du dann solch einen Verlauf zu sehen bekommst, dann ist das natürlich einerseits ungünstig, weil du aus seinem Trade long gegen diese Trendlinie bzw. diese ehemaligen Hochs hier ausgestoppt wirst. Auf der Kehrseite siehst du aber auch, dass sich solch eine Abwärtsbewegung ziemlich dramatisch beschleunigen kann. Also das wird uns jetzt höchstwahrscheinlich, will ich was sagen, in Silber zwar erspart bleiben, wenn wir einen Break zu sehen bekämen, aber in solch teilweise illiquiden Bereichen wie Krypto, an der Stelle auch Bitcoin, ist solch ein Kursverlauf, wie wir es historisch häufiger schon zu sehen bekommen haben, nicht unüblich. Und ja, nunmehr haben wir nicht nur diese kurzfristig bullische Struktur mit dieser blaufarbene Trendlinie hier gebrochen, sondern wir haben eben parallel dazu auch diese übergeordnete pinkfarbene Trendlinie gebrochen hier, die sich eben infolge dieser sehr starken Gegenbewegung gegen 30.000 eben etabliert hat. Und nun ja, jetzt ist die Sache eben jene, wir sind gestern gehandelt worden, kurzzeitig unterhalb von 43.000, haben dann einen Bounce gesehen, der uns bis über 47 zurückgeführt hat. Also das heißt, während wir hier für den Tag, ich weiß gar nicht, gestern 7. Ja, in den Hochs markiert 52.000, das war ein Crash innerhalb von noch nicht mal 12 Stunden. Von $10.000 roundabout, die wir verloren haben. Das ist natürlich eine Korrekturbewegung in der Größenordnung um die 20%. Das ist eine Krypto-übliche Volatilität, so will ich sie mal bezeichnen. Dann siehst du halt auch eine entsprechend scharfe Gegenbewegung allerdings hier in der Größenordnung wiederum von 10, über 10% ungehebelt Bounce. Nun ist allerdings die Frage wahrscheinlich jene, ob es gelingt, diese Bounce-Hochs in Anführungsstrichen um 47,5 rauszunehmen. Wenn das gelingen sollte, dann könnte das den Weg wieder ebnen für einen erneuten Rücklauf in Richtung der 50.000er Region. Sollte das nicht gelingen, dann besteht hier nochmal eine ernsthafte Option, dass wir eben diese Tiefs anlaufen, was allerdings was ganz Interessantes nach sich zieht, denn ich stauche dir mal ganz kurz zusammen den Chart. Wenn diese Trendlinie jetzt mal hier, nehmen wir die mal so. Da unten anlegen. Dann haben wir da ehemalige Hochs und die können wir auch noch ein bisschen weiterziehen. Wir sehen nämlich hier, das ist eine ehemalig durchaus signifikante Widerstandsregion, bei der wir auch ein bisschen Schwierigkeiten hatten, eben diesen Bereich rauszunehmen. Erinnert euch daran, das war so der Bereich um 40.500, 41, 42.000 Punkte US-Dollar hier. Das war ein relativ schwerer Widerstandsbereich oder starker Widerstandsbereich. Und Anfang August kam es dann zu diesem Break und der sehr, sehr starken Dynamik aufwärts. Und das Interessante ist jetzt, dass das verhältnismäßig nah eigentlich im Bereich hier dieser Übertreibungstiefs von gestern liegt. Also sprich, sollte es jetzt nochmal zu einer Attacke auf und einem Push unter diese gestrigen Übertreibungstiefs kommen, dann könnte das durchaus nochmal einen kurzen Flash nach sich ziehen, der uns in Richtung einer charttechnisch durchaus relevanten
Region hier eben um 40.500 US-Dollar eben führt. Und gegen diese könnte ich mir dann vorstellen, also Chance-Risiko-Verhältnis technisch schon wieder unglaublich attraktiv, sich long zu positionieren. Also das bedeutet, von hier dann einen schärferen Bounce zu erwarten, der uns, ja, ich weiß nicht, also so ähnlich nach dem Prozedere hier vielleicht, der uns dann vielleicht sogar in Richtung eben neuer Hochs befördert, also deutlich zurück über das 50.000er Level. Also hier, auch hier haben wir ja schon gesehen, das war im Februar. Es ist nicht das erste Mal, dass eben Bitcoin sich derart volatil darstellt. Das können wir in der Vergangenheit häufiger skizzieren. Wir sehen auch hier beispielsweise Übertreibung. Die sind allerdings dann, und das ist ein interessantes Muster. Deswegen ist das eigentlich ein eher unwahrscheinliches Szenario, was ich eingezeichnet habe. Es ist zwar rein trading-technisch sehr attraktiv, weil Chance-Risiko-Verhältnis technisch attraktiv. Aber wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, dann war es eher selten so, dass auf solche Flash-Crashs, nennen wir sie mal, nochmal ein Test dieser Übertreibungstiefs angestanden ist oder beziehungsweise sogar ein Flash darunter stattgefunden hat, eher sich Bitcoin bereits vorher hat wieder stabilisieren können. Das wäre dann in dem Bereich vielleicht hier diese Region so um 44.000 ungefähr, wenn wir diesen Bereich halten können. Und sich dann beginnt jetzt hier eine Sequenz steigender Hochs herauszukristallisieren. Also ich formuliere es mal anders. Wir arbeiten jetzt mal hier. Moment. Ich mach das mal so. Also, so, ein Augenblick. Also, wir haben jetzt hier so den 44er-Bereich. Ja, hier, da sieht man, das ist die 44. Und sollten wir jetzt hier nochmal abrollen, aber dann ein höheres Tief markieren und die 44 nicht unterschreiten, dann wäre auf der Kehrseite mit Überwinden oder Rückeroberung hier, meiner Einschätzung nach, der so ungefähr der Bereich 45,8, wo wir gerade eben handeln, beziehungsweise ein Stück weit höher, vielleicht 46.000. Dann wäre in diesem Zusammenhang hier eine Rückeroberung aus diesen Gefilden eventuell eine Möglichkeit, sich long zu positionieren, sollte man nicht darauf spekulieren wollen, dass es hier nochmal zu einer Attacke und einem Flush unter die gestrigen Übertreibungstiefs kommt. Also sprich, wenn wir jetzt hier uns oberhalb von 44 halten können, sogar ein höheres Tief markieren und dann den Rücklauf über 46 zu sehen bekommen, dann könnte das ein Signal sein, dass wir eben gegen die 46 uns dann nochmal abstoßen und in Richtung der 50 laufen. Das wäre auch eine Möglichkeit, aktuell sich aus dieser Struktur entsprechend zu positionieren, wenn man glaubt, das war es jetzt schon wieder auf der Unterseite hier im Kryptobereich. Was auf jeden Fall natürlich ein Blick wert ist, ist Ethereum. Ich habe es nicht getradet, das muss ich dazu sagen. Also ich habe es nicht gehandelt, aber ich habe im Nachgang mir gedacht, das ist auf jeden Fall jetzt aus der Perspektive wieder ein Paradebeispiel eigentlich dafür, wie gut technische Analyse an dieser Stelle oder ehemalige Widerstandsniveaus als jetzige Unterstützungsniveaus und dergleichen einfach funktionieren. Ich hatte ja hier ein sehr, sehr dramatisches Szenario eingezeichnet, dass das innerhalb einer Kerze passiert. Das habe ich natürlich nicht auf dem Schirm gehabt. Aber was man eben erkennen kann, ist, dass gegen diesen Bereich, um diese ehemaligen Hochs hier, diese 2800er Region, 850er Region, sich dann entsprechend wieder hier, 2900, ein bisschen höher sogar, Käufer finden. Und dass dann davon eine scharfe Gegenbewegung initiiert worden ist. Also das heißt, jemand, der in diesem Bereich, das ist allerdings dann wahrscheinlich so ein bisschen die Frage, haben wir den Bereich wirklich getroffen? 2,9? Ja, 8,97, ne? Okay, doch. Also wenn ich da ein Limit auf die 2,9 lege, dann habe ich innerhalb von 5 Minuten, das kann man ja hier dann erkennen, da kommt dieser Flashout, das ist, wenn überhaupt, 2 Minuten vielleicht sogar, habe ich einen Bounce hier von über 400 Dollar, über 10% innerhalb kürzester Zeit. Im Hoch gehandelt gestern hier, wieder bei 3,550, 3,560, wo dann auch sich zeigt, das war ein potenzieller Flashcrash, der sich eben herauskristallisiert hat. Und das Interessante in dieser Konstellation ist jetzt natürlich, dass wenn du mit diesen Leveln arbeitest, also solche Mini-Crashes, die passieren immer wieder. Und das ist deswegen halt relevant, weil du weißt nicht, wann sie passieren. Immer wieder heißt, sie treten zwar auf, aber niemand weiß genau, wann sie eben auftreten. Es kann aber durchaus Sinn machen, in solchen Level, in solchen Bereichen dann sogenannte, ich nenne es mal Abfischlimits zu legen. Also das bedeutet etwas anderes. Du legst dann in diesem Bereich einfach ein Limit rein und guckst einfach, ob das gefüllt wird. Beobachtest das entsprechend. Und wenn es dann gefüllt wird, dann siehst du relativ zügig halt so eine starke Gegenbewegung, dass du in diesem Moment den Stop ohne Schwierigkeiten auf Break-Even trailen kannst, beziehungsweise hier jetzt eventuell auf diese Gegenbewegung, die da stattgefunden hat, im Bereich verlaufend um vielleicht 3.300, ja, das würde ich ausgehend eben von diesen ehemaligen Hochs hier ausmachen, dann an dieser Stelle, eventuell einen kleinen Teilgewinn auf den Weg bringst, den Rest des Stops dann hier nahezu auf Break-Even-Trails, weil du ja fast die Tiefs kaufst mit 2.900 Dollar, also in diesen Gefilden hier.
Auch da sieht man übrigens diesen psychologischen Effekt. Also wie komme ich jetzt auf 2,9? Das greife ich nicht einfach nur aus der Luft, sondern das ist tatsächlich ein Bereich um ehemalige Hochs und ein rundes Level, was ich dann in meine Herangehensweise in den Markt legen würde, weil ich natürlich nicht weiß, wo ist denn jetzt genau dieses Übertreibungstief in Anführungsstrichen an dieser Stelle. Das, was problematisch ist bei solch einer Herangehensweise, ist natürlich, ich weiß nicht wirklich, wo soll ich jetzt eigentlich den Stop legen. Also das heißt, wenn ich auf die 2,9 hier entsprechend mein Limit platziere, wo ist dann ein sinnvolles Stop-Level? Das ist vielleicht so, dass man da mit einer ATR vielleicht arbeitet an dieser Stelle. Ich weiß jetzt nicht. Würde ich da mit 20%, 30% ATR vielleicht arbeiten oder sowas? Das wäre dann ausgehend von der aktuellen, das sind 22 Tage. Moment. Nee. Ich gehe mal hier vielleicht auf die Standardaggregation runter. Die 22, die kommen ja aus dem Aktienbereich. Was 22 Handelstage sind, das ist natürlich im Falle von Krypto nicht wirklich sinnvoll. Das verändert sich unwesentlich. Also 280 sind es an der Stelle. Dass ich vielleicht an der Stelle mit einem Stop von 50 bis $100 vielleicht arbeite. Also dass ich meinen Stop, wenn ich hier auf die 2,9 entsprechend mein Limit lege, ausgehend von ehemaligen Hochs, rundes Level, habe ich meinen Stop im Bereich um $2.800. Hoffe natürlich an der Stelle, dass der Flashcrash sich nicht noch fortsetzt. Also das kann ich an der Stelle natürlich nicht sagen. Aber sollte dann solch eine Gegenbewegung stattfinden, dann hätte ich auch einen entsprechenden, ich nenne ihn mal Worst-Case-Stop vielleicht. Ausgehend von welcher ich auch meine Positionskurse eben kalkuliere, trail den Rest der Position mit dem Stop eben an auf hier die Tiefs, diese Übertreibungstiefs, beziehungsweise vielleicht sogar ein Stück weit höher auf Break-Even, je nachdem. In dem Fall wäre es wahrscheinlich genau die Tiefs an dieser Stelle und würde dann hier nachdenken, eben vielleicht 25% der Position rauszunehmen, sobald solch ein Bounce eben tatsächlich stattfindet. Und dann einfach den Rest in Anführungsstrichen stehen lassen und jetzt dann natürlich zu schauen, wie sich das Bild weiter herauskristallisiert. Gelingt es jetzt an der Stelle, ähnlich wie auch hier in Bitcoin zum Beispiel, diesen Bereich um 3.350 US-Dollar pro Feinunze, gelingt es denen rauszunehmen, diese ehemaligen Tiefs oder zu verteidigen, dann wäre das eventuell ein Zeichen, dass das hier jetzt eine potenzielle Bodenbildung ist, die vollzogen wird. Und dann könnte ich mir nach einem kurzen Schub vielleicht in Richtung 3,4, 3,450 an der Stelle eine Rücksetzer und erneutes Verteidigen der 3.300, 350er Region hier als Long-Einstieg eben vorstellen. Dann mit Ziel, dass wir gegen diese Region hier, die dann auch vorher ja eine Widerstandsregion war, also das heißt, das ist auch nicht nur einfach aus der Luft gegriffen, sondern es orientiert sich auch hier an alten relevanten Kursniveaus, die die Relevanz dadurch gewinnen, nicht nur weil sie technisch eine Rolle spielen, sondern eben weil sie auch von der breiten Masse, die primär eben im Kryptobereich anzutreffen ist und sich entsprechend verhältnismäßig einfacher technische Analysemethoden eben bedient, entsprechende Signifikanz erhalten. Ja, und dann würde ich eben aus diesen Gefilden eben davon ausgehen, dass wir vielleicht nochmal einen Bounce Richtung 3,7, vielleicht sogar höher zu sehen bekommen. Alternativszenario natürlich, sollten wir jetzt hier unter diese Tiefs nochmal fallen, ist, dass wir nochmal diese Tiefs anlaufen. Also das heißt nochmal in Richtung der 2900-Region uns orientieren. Aber gefühlt muss ich gestehen, glaube ich, war das gestern nur so ein kleiner Sturm im Wasserglas. Durch was auch immer begünstigt, irgendwie fällt es mir schwer, hier auch für Krypto aktuell kein bullisches Bild zu zeichnen. Das hat, wie gesagt, durch den zunehmenden, aber das ist, wie gesagt, ein Gefühl. Ich kann das dann nicht anders als aus einer Bauchgefühlsperspektive kann ich das hier thematisieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass einfach so viel Unmut und auch so viel Misstrauen sich mittlerweile bei den Menschen beginnt zu manifestieren. Nicht jeder redet zwangsläufig darüber, aber man kann das irgendwie spüren, gefühlt. Also mit wem man sich auch immer unterhält, es ist eher so ein teilweise auch abschätziges Lächeln, wenn es dann um Thema wie Politik geht, sofern es überhaupt ein Thema wird tatsächlich. Misstrauen auch ins Fiat-Geldsystem, in den Euro, in den US-Dollar beispielsweise. Die mediale Berichterstattung an dieser Stelle. Teilweise schon wirklich zynische, sarkastische Kommentare, auch von Kritikern, die an dieser Stelle jetzt eigentlich schon im Grunde genommen offene Türen einrennen in Bezug auf Kritik welcher politischen Darsteller auch immer. Ja, sei es hierzulande, sei es in Europa generell, sei es in den USA. Und all das befeuert weiterhin, ehrlich gesagt, eher diesen Run auf Crypto gefühlt und birgt das Potenzial eben, dass es dann da früher oder später im Falle von Ethereum, aber auch im Falle von Bitcoin eventuell doch noch neue Allzeithochs eben tatsächlich gibt. Also gestern, wie gesagt, das war jetzt mit Sicherheit kein angenehmes Unterfangen, dieser Flashout hier auf der Unterseite, aber die starke Reaktion danach und dieser sehr, sehr scharfe Bounce, also im Falle von Ethereum, aber auch im Falle von Bitcoin, Ethereum vielleicht noch relativ ein bisschen stärker, zeigt eben, dass das gestern erst,
an erster Stelle wahrscheinlich, vor allem eine Übertreibung einfach schlichtweg war. Die mal so wieder ein bisschen, ich sag mal, schwache Hände, so würde Costolani sie vielleicht nennen, aus dem Markt hat schütteln wollen, wobei ich glaube, Costolani, der wär jetzt nicht unbedingt so der Crypto-Trader. Aber dass ich einfach in diesem Zusammenhang das Gefühl habe, das war eben, wie gesagt, gestern wieder so ein Flashout, der eher nochmal by the dip Enthusiasten, so will ich sie nicht nennen, aber ja, by the dip Befürworter so oder auf der Suche nach by the dip Opportunities Trader eben eher ins Spiel geholt hat, als eher einen weiteren Ausverkauf eben nach sich zu ziehen. Wie gesagt, es ist natürlich in dem Zusammenhang erstmal wichtig, dass an der Stelle eben dieser Bereich hier um 46,5 zurückerobert wird im Bitcoin, beziehungsweise dann auch in Ethereum, der aktuelle Bereich 3,350 eben. Aber nichtsdestotrotz könnte das durchaus dann der Wegbereiter nochmal für einen Run höher eben tatsächlich sein. Und im Falle von Bitcoin eben den Push zurück in Richtung der 50.000er Region eben auf den Weg bringen. So, ja, DAX kann sich aktuell nicht von den Tiefs abstoßen. Hier nochmal kurz einen Blick drauf. Also, es ist wirklich ein schwaches Signal. Erinnert euch dran, ganz zu Beginn des Morning Meetings hier hatte ich ja thematisiert. Retest vielleicht maximal dieser das EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, andernfalls bärische Konsolidierung und dann müssen wir abwarten, wie sich eben entsprechend die US-Märkte präsentieren. Stichwort S&P 500, ob der die 4.500er-Marke eben verteidigen kann. Euro-US-Dollar hat, glaube ich, jetzt ein deutliches Signal gesendet im Zusammenhang mit dem Ausbruch aus diesem Aufwärtstrendkanal. Erinnert euch daran, ich hatte gesagt, nochmal, bis jetzt ist nichts passiert. Also das ist jetzt noch recht harmlos, aber das könnte sich durchaus noch am Beginn dramatischer darzustellen. Die Nachfrage, die wir sehen nach US-Dollar insgesamt, also und zwar im Hinblick auf die Positionierung der Großspekulanten im Commitment of Traders Report, die macht sich ja nicht hier bemerkbar, wenn man sich jetzt mal anschaut, dass wir in den letzten 2 Wochen aus den Gefilden um 1,17 und drunter eben tatsächlich einen Rücklauf in Richtung der 1,19er Region im Euro-US-Dollar zu sehen bekommen haben. Aber diese Positionierung der Großspekulanten deutet eher darauf hin, dass man sich in liquideren Märkten offensichtlich aktuell plant zu tummeln. Und in dem Zusammenhang natürlich auch dann die Weltreservewährung Nummer 1 eben den US-Dollar anläuft. Und jetzt dieser Bruch in dem Fall, ich glaube, hatten wir nicht gestern sogar nicht ein Short-Szenario zum Thema gemacht? Also die Struktur war jetzt nicht besonders attraktiv. Das hatte sich gestern ziemlich hakelig alles dargestellt. Aber hatten wir nicht hier, was war denn das? 10:30 Uhr, Morning Meeting war hier. Hatten wir nicht hier irgendwie einen Short zum Thema gemacht? Mit Stop oberhalb der 1,19? 1,1880? Ich muss sagen, ich kriege es jetzt tatsächlich nicht mehr zusammen. Aber ich glaube, wir hatten irgendwas in die Richtung, hatten wir doch zum Thema gemacht. Also, das ist jetzt ausgehend von der jüngsten Volatilität auf jeden Fall schon mal ziemlich vielversprechend, weil ich hätte nicht erwartet, dass so zügig eben dann entsprechend dieses thematisierte Short-Szenario ins Laufen kommt. Also, das ist wirklich ein Geduldsspiel. Und auch ausgehend von meiner eigenen Handelsherangehensweise ist es so, ich möchte zügig ein Feedback haben. Und das spiegelt sich dann auch in meinem Research oder in den Trading-Ideen, die ich hier skizziere, eben wieder. Also, das heißt, den Euro, den kann ich aktuell eben, dem kann ich deswegen nichts abgewinnen, weil der im Grunde genommen, das ist ein Totentanz. Also selbst das ist jetzt hier volatilitätstechnisch verhältnismäßig dünn. Und deswegen will ich ihn auch nicht wirklich aktiv handeln, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass er zügig ins Laufen kommt, relativ niedrig anmutet. Jetzt aber unabhängig davon. Also Fakt ist, jetzt mal rein research-technisch gesprochen, wir sind auf jeden Fall aus dem Trendkanal ausgebrochen. Wir laufen jetzt in Richtung der 1,18er Region. Und ich denke, morgen könnten wir eventuell auch einen Grund geliefert bekommen mit der EZB dann tatsächlich nicht 13:45 Uhr, wenn das Statement veröffentlicht wird, da wird nichts Neues drinstehen, aber dann mit der Pressekonferenz um 14:30 Uhr mit Christine Lagarde könnte das eventuell ein Wegbereiter sein, uns unter die 1,18 zu befördern. Wobei, ehrlich gesprochen, ich Frau Lagarde nicht den Drive zugestehen, so sagen wir mal, den Euro volatilitätstechnisch zu befeuern in irgendeiner Form. Also Lagarde hat in der jüngeren Vergangenheit, seitdem sie Mario Draghi abgelöst hat, eigentlich schon sehr deutlich unter Beweis gestellt, dass sie dort ab und an rhetorisch nicht die stärkste ist, so will ich es mal vielleicht formulieren. Aber nichtsdestotrotz, das hat dann nicht zu dramatischer Volatilität geführt oder relativ kurzfristig ist diese vielleicht mal kurz angezogen, allerdings ist danach eben entsprechend eben ist relativ schnell wieder ruhig geworden. Hier wird es wahrscheinlich eher der Wegbereiter dahingehend sein, dass man eben keinerlei
Taper in irgendeiner Form diskutiert. Also das heißt, ich bin gespannt, das könnte vielleicht was ganz Interessantes werden, dass man vielleicht sich in Richtung der Kommentare von Herrn Holzmann, also dem Notenbanker aus Österreich, nochmal irgendwie orientiert und dort seine Kommentare aufgreift. Eventuell wird es der ein oder andere Journalist sein, der dort irgendwas thematisiert in Richtung, dass er sagt, na, wie stehen Sie denn dazu? Der spricht sich ja für eine Reduktion der Anleiheaufkäufe aus oder zeitnah jedenfalls eine Thematisierung eines Tapers, dann auch seitens der EZB, dieses PEP-Programms in diesem Zusammenhang einfach mit der Überlegung, Inflationsdruck, der kontinuierlich zunimmt, das lässt sich auf breiter Front messen. Wie steht die EZB dazu? Und dass man das dann in irgendeiner Form eben von der Hand weist und sagt, das ist keine Option im aktuellen Umfeld, dafür ist die Situation so unsicher. Das könnte natürlich dann bei zeitgleich, wenn auch unwahrscheinlich, aber anhaltender Diskussion rund um einen Taper seitens der Fed hier dahingehend eine Spekulation ankurbeln, dass man sagt, naja, man sieht jetzt eine Ausweitung wieder des Zinsdifferenzials zwischen europäischen und US-amerikanischen Bonds. Folglich siehst du dann eher eine Nachfrage nach US-Dollar und das könnte diesen Drop und Drive unter die 1,18 nach sich ziehen. Aber in Summe ist es eigentlich so, das bleibt erstmal abzuwarten, ob es so kommt. Also aktuell ist das wahrscheinlich ein primär technisches Bild, was wir hier skizziert sehen. Und wir werden jetzt mal abwarten. Vielleicht kriegen wir den Test schon vor der EZB dann zu sehen, um die 1,18, wie wir uns da verhalten. Sollten wir den Rutsch drunter zu sehen bekommen, wäre das vielleicht der Wegbereiter. Erstes Ziel 17,50, dann 17 eben tatsächlich. Und dann allerfrühestens vielleicht hier wieder ein Bounce, denen. Ja, vielleicht 17,50er Bereich, Pi mal Daumen, wo wir dann vielleicht gegen die 18 wieder überrollen und dann nochmal eine Attacke hier auf diesem Bereich um die 16,50 bzw. dann die 16er Region sehen. Also, so wie es derzeit hier den Anschein macht, ist das jetzt das höchste der Gefühle gewesen, was man an Bounce-Potenzial im Euro hat erwarten dürfen. Und dass wir eben eine Rückeroberung hier der 1,19 offensichtlich nicht in der Lage sind, auf den Weg zu bringen. Was allerdings auch ehrlich gesprochen, also jedenfalls nach meiner Überlegung, kaum erwartbar gewesen ist vor dem Hintergrund der relativen Schwäche, die der Euro findet, beziehungsweise des geldpolitischen Exzesses, den die EZB da derzeit weiterhin auch massiv betreibt. So, ja, das wäre es tatsächlich im Großen und Ganzen gewesen. Einzeltitel, wie gesagt, ist Nvidia ein ganz interessanter Kandidat. Kurzer Pop auf der Oberseite Richtung 2,30 nochmal, wäre sehr dankbar. Sollten wir auf der Kehrseite allerdings unter die 2,25 fallen, und das sieht ja derzeit danach aus. Die Vorbörse haben wir hier zum Thema gemacht. Wir sind im Bereich um 2,25, aber sollten wir diesen Bereich nicht zurückerobern können, könnte das vielleicht interessant sein. Chancenrisikoverhältnis technisch. Ich glaube, dass wir hier ein bisschen arg heiß gelaufen sind auf der Oberseite. Eine Korrektur, in Anführungsstrichen, denkbar ist. Ein bisschen dramatischere Korrektur könnte uns sogar führen in Richtung dieser übergeordneten Aufwärtstrendlinie bis in Gefilde um 160. Allerdings, das wird nicht innerhalb der nächsten 2 Monate passieren. Oder sehr unwahrscheinlich. Ich würde mir wünschen, dass es passiert. Ja, so will ich es mal sagen. Aber das sehe ich tatsächlich nicht. Mal gucken, wie sich das Bild, wie gesagt, in Nvidia dann in den kommenden Tagen darstellt. Sonst ist der Earnings-Kalender sehr, sehr dünn. Einziger potenzieller Wohler-Garant, der vielleicht auch ein Thema wird, dann auf Wall Street Bets an der Stelle oder im Reddit-Forum, Verzeihung, es könnte GameStop sein, nachbörslich. Ja, aber wie gesagt, da bin ich aktuell nicht wirklich aktiv, beziehungsweise finde ich nicht besonders spannend, weil ich nicht glaube, dass das eine attraktive nicht Gaming-Aktie ist, sondern eine Trading-Aktie ist an der Stelle. Volatilität ist sicherlich gegeben, aber der Spread ist relativ breit. Wir haben relativ, in Anführungsstrichen, holpriges Tape gefühlt irgendwie. Das ist relativ erratisch, was GameStop hier hinlegt. Also für mich tradingtechnisch nicht attraktiv. Es gibt sicherlich Trader, die das hier traumhaft empfinden, aber das ist für mich jedenfalls nicht so wirklich spektakulär. Auch deswegen, weil da einfach der fundamentale, reale Gegenwert einfach schlichtweg fehlt. Das ist ein reines Zocker-Instrument an der Stelle, wo wahrscheinlich es am ehesten Sinn macht, sofern man es überhaupt plant zu traden an dieser Stelle, wo es am ehesten Sinn macht, hier an dieser Stelle eben das Ganze aus der Volume-Weighted Average-Perspektive zu betrachten und dann folglich aus der Positionierung der Privatanleger tatsächlich näher zu thematisieren. So, ja. Soweit wäre es das tatsächlich an meiner Seite gewesen für den heutigen Tag im Hinblick aufs Morning Meeting. Ich gucke gerade in die Chatbox. Ich glaube, ich sehe aber hier keine Fragen, die irgendwie aufgekommen sind. Ich hoffe, dass es da keine Schwierigkeiten gibt, aber wenn es die gäbe, müsste ich sie hier auf jeden Fall sehen. Direkt bei YouTube, bei Twitch ist es auf jeden Fall angekommen. Nö, sehr gut. Ja, dann wäre es das soweit meinerseits gewesen. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal Happy Trading. Sehr gerne.
Und ja, wir hören uns morgen wieder. 10:30 Uhr. Dann zum Morning Meeting. Gemeinsam mit Markets schauen wir mal. Wie gesagt, heute Key Level, der Key Level in Anführungsstrichen in S&P, die 4500er Marke. Wenn die bricht, dann könnte es für den DAX auch nochmal ein bisschen tiefer rot werden. Und dann bleibt es nicht nur bei -1%, da geht es vielleicht sogar in Richtung der Region um 4400 Punkte. Da haben wir nochmal mindestens 252 Punkte auf der Downside. Jetzt eine kleine Gegenbewegung, die wir einleiten, aber bis dato noch nichts passiert. Also bis jetzt Range gebunden hier. Alles unterhalb des EMA 50 auf 5 Minuten Basis würde ich auf jeden Fall von der Short-Seite eher attraktiv eben erachten. Und ja, soweit meinerseits. Also, Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder, 10:30 Uhr zum Morning Meeting gemeinsam mit Markets. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Lasst gerne ein Like hier. Stellt eure Fragen unterhalb des Videos, Kommentare, Wunschmärkte und dergleichen. Würde mich freuen, dort von euch zu lesen. Und ja, soweit meinerseits. Also, bis morgen, 10:30 Uhr. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.